Oh Gott. Welche Identität einer Bühnenrolle? Oh, das ist aber schon eine schwierige Frage. Prinzip würde ich annehmen. Eine Märchenfigur, also irgend sowas, was fliegen kann. Eher aus dem Kindertheaterbereich wahrscheinlich. Also bitte nichts, was wahnsinnig problembehaftet ist. Ernest aus The Importance of Being Ernest von Oscar Wilde. Da geht es darum, wichtig sich Leute finden und dass man im Prinzip demütig sein muss. Mir fällt jetzt nicht sofort eine ein, muss ich sagen, aber ich würde, wenn ich für einen Tag in eine andere Rolle schlüpfen dürfte, definitiv gerne in eine Rolle schlüpfen, die mir sehr fremd ist eigentlich. Ich glaube, obwohl die Person, also es geht um das Stück Funny Girl, obwohl die Person bestimmt ein schwieriges Leben hatte, hätte ich gerne mal für einen Tag den Charakter der Hauptperson. Ich würde lieber was haben, wo ich mich jetzt vielleicht nicht wohlfühle, wo nicht mein übliches Ich ist, sondern dass man, es muss jetzt ja einfach jemand was ganz Spannendes dann erleben dürfte. Was einen im Bildlichen und im Wortsinne fliegen lässt. Peter Pan vielleicht. Ich würde einen Mann machen, auf jeden Fall. Ich würde wahnsinnig gerne dann als Mann mal rumlaufen und mich vielleicht mal so fühlen, wie Männer sich fühlen. Weil die irgendwie in so einer Welt in zwei Welten gelebt hat und das trotzdem total gut hinbekommen hat und trotzdem noch witzig war. Und ich das total faszinierend finde, wie man, obwohl man auf der einen Seite manchmal viele Probleme überwinden muss, trotzdem so witzig und so gut aufgelegt bleiben kann. Ich würde gern ein verwegener Mann dann sein, auf jeden Fall.